Dann Nummer zwei, die nächste Eigenschaft, welche ich als Muslim in mir tragen sollte, ist: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Dass ich spende, und zwar für Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Eigenschaft eines Muslims, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt, ist, dass ich Einsatz zeige in der Gesellschaft, ohne dass ich dafür eine Gegenleistung erwarte. Gerade für uns Muslime, die aktiv sind in der Moschee, besonders wichtig. Wenn du etwas Gutes tust, wenn du dich einsetzt in der Moscheegemeinde, dann Allah verlange dafür keine Gegenleistung, sondern mach es so, wie es Allah Ta'ala gesagt hat. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Wir speisen euch nur für das Antlitz Allahs. Wir möchten von euch weder Vergeltung, noch möchten für euch Dankbarkeit haben. Einsatz, Ehrenamt, dass ich bereit bin, etwas ehrenamtlich zu tun. Dass ich bereit bin, auch mal etwas zu geben, ohne dass ich gleich immer von den Menschen dafür eine Gegenleistung erwarte. Das ist die Nummer zwei. Und wenn wir uns die Gesellschaft zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam anschauen, dann sehen wir, wie sehr die Muslime geopfert haben und sie haben gar nichts bekommen. Sie haben ihr Leben geopfert und sie haben als Gegenleistung gar nichts bekommen. Das Einzige, was sie erwartet haben, war was gewesen? Das Paradies. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von den Muslimen bei Bay'at al-Aqaba, bei der Huldigung von al-Aqaba, ja, dann aufzählte, was er von ihm verlangte, dass sie ihn unterstützen sollen, dass sie spenden sollen in guten und in schlechten Zeiten, dass sie ihn genauso beschützen sollen, wie sie ihre eigenen Familien beschützen würden, fragte einer der Sahaba dann den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, o Gesandter Allahs, und was bekommen wir dafür? Was sagte er? Was bekommen wir dafür? Was hat er geantwortet, sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, Al-Jannah, das Paradies. Was hat er dann gesagt? Ups, gib deine Hand, sofort, natürlich. Ja, ich will nur das Paradies, nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Einstellung, die ich haben muss als Muslim. Und wenn ich mit dieser Einstellung etwas tue, dann ist mir das egal, ob die Leute mich sehen oder nicht sehen, ob sie meine Arbeit honorieren, ob sie nicht honorieren, weil ich es für Allah subhanahu wa ta'ala tue.